Brüssel. Borrenstraat 32. Hinter dieser unscheinbaren Tür befindet sich der Probenraum von Le Ballet du Grand Maghreb. Der Algerier Ali Saimi und der Marokkaner Said Garbi bei den Proben zu Intidar. Körperintensives Tanztheater von nahezu akrobatischer Präzision. Doppelt faszinierend, denn Said ist blind. Ich habe schon vor Ali angefangen zu tanzen. Grundsätzlich also muss es immer ein telepathisches Verständnis zwischen Tänzern geben. Aber vor 2 Jahren lernte ich Ali kennen und das war schon was Besonderes. Er kann sich auf mich verlassen, aber vor allem ich auf ihn, weil ich nun mal blind bin. Widersprüchliche Facetten von Freundschaft, Zärtlichkeit und Ablehnung. Darum geht es in Intidar. Und das gemeinsame Schicksal als Migranten in Brüssel, die sich hier eine imaginäre arabische Welt auf die Bühne holen. Geheimnisvoll mit überraschenden Momenten der Sinnlichkeit. Wissen Sie, wenn ich Sie nach Marrakesch mitnehmen würde, in Clubs oder auf Partys, dort gibt es eine Sinnlichkeit und Nähe, die ich sehr, sehr selten in Europa erlebt habe. Le Ballet du Grand Maghreb, diesen Samstag, 20 Uhr im Tanzhaus NRW Düsseldorf. Vorhang auf fürs nächste Stück. Almanya, so der Titel eines spannenden Theaterstücks, wie eine Filmcollage. Momentaufnahmen aus dem Leben von 5 türkischen Frauenfiguren. Wandlungsfähig dargestellt von Winfried Çölgecen. Die wütende Rapperin. Rassenkrawall, bald, ganz bald. Ach, wie bitterböse aber auch. Die rationale Geschäftsfrau. Man kann es nehmen, wie man will. Wir werden nie ein Teil der deutschen oder der türkischen Gesellschaft sein. Oder die femme fatale. Deutsche Männer sind so verdammt sittsam. Es ist kein Wunder, dass so viele deutsche Frauen mit Ausländern zusammen sind. Almanya inszeniert nach umstrittenen Texten des türkisch-deutschen Erfolgsautors Feridun Saymolu. Mein Redenmeister ist strikt gegen sein Schickimicki, sein Jet-Set. Türkische Frau gleich Kinder, Küche, Koran. Klischees, die Almanya bricht. Was auch viele junge Türkinnen anzieht, die in der anschließenden Diskussion im Theater Dampf ablassen. Das muss in Deutschland, in einem Migrationsland, wirklich auf die Bühne total auf die Bühne kommen. Also muss ich ja anscheinend was dargestellt haben, was für sie die Seelenlandschaft einer Deutsch-Türkin bedeutet hat. Ohne, dass ich auf typische Klischees zurückgreifen musste. Almanya, Theater pur. Leere Bühne, provokanter Text, eine gute Schauspielerin. Nächsten Freitag im Stadttheater Duisburg um 19.30 Uhr. Und da war noch das konspirative Treffen mit dieser Frau aus Moskau, Polina Daschkova, Russlands erfolgreichste Krimi-Autorin. Auflage über 15 Millionen in knapp 10 Jahren. Weltweit verlegt. Ein Mordsgeschäft. Club Kalaschnikow oder Die leichten Schritte des Wahnsinns. So einige Bestseller-Titel. Thema: die Verstrickungen der russischen Elite, Politiker, Schauspieler, Intellektuelle mit der Moskauer Mafia. Psychothriller im Wortsinn. And real life sometimes is more Leben ist manchmal schwärzer als der schrecklichste Thriller. Auch in meinen Geschichten tun sich Abgründe auf. Hier erweist es sich, wie stark Liebe und Moral wirklich sind. Oder auch nicht. Manche meiner Helden riskieren jedenfalls alles, um Leben zu retten. Licht und Schatten halten sich bei mir also die Waage. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Forget about it. So auch in ihrem neuen Buch Russische Orchidee, das die Daschkova zurzeit auf Lesereise durch Deutschland vorstellt. Nächster Termin in der Essener Stadtbibliothek, Montag 20 Uhr.